Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll es in diesem Video um das Thema plötzlicher Kindstod oder auch Sitzprophylaxe gehen. Ich werde ganz oft dazu in der Praxis befragt, auch schon vor der Geburt, was ist eigentlich der plötzliche Kindstod, was gibt es für Ursachen, was kann ich dagegen tun? Und auch in der Klinik wird man ja schon häufig nach der Geburt beraten, quasi gegen den plötzlichen Kindstod. Und was es für Maßnahmen gibt und worauf man achten kann, erkläre ich euch in diesem Video. Also viel Spaß beim Zusehen. Wie schon eben erwähnt, ist der plötzliche Kindstod ein großes Thema. Der wird schon früh immer thematisiert. Wie gesagt, schon bei der ersten U-Untersuchung in der Klinik, dann auch bei eurer Hebamme zu Hause und beim Kinderarzt dann bei den weiteren U-Untersuchungen wird über den plötzlichen Kindstod gesprochen und es werden den Eltern immer Maßnahmen an die Hand gegeben, um das zu verhindern oder quasi positiv zu beeinflussen, kann man sagen. Aber was ist der plötzliche Kindstod überhaupt? Der plötzliche Kindstod ist das plötzliche, wie der Name schon sagt, Versterben eines Säuglings vor seinem ersten Geburtstag. Zu den Ursachen des plötzlichen Kindstods kann man noch gar nicht so viel sagen. Das ist noch umstritten, noch nicht weitgehend erforscht und dort scheiden sich auch die Meinungen und die Geister. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass dieses unreife Atemsystem der Neugeborenen dazu führt, dass die Atmung halt sistieren kann und es zu einem Atemstillstand kommen kann und dass das häufig dann die Todesursache ist. Aber wodurch das ausgelöst wird, wird noch erforscht. Die Ursachen sind zwar noch nicht bekannt, aber es ist schon erkennbar, dass es Maßnahmen gibt, an die man sich halten kann als Eltern, die dazu führen, dass das Risiko auf jeden Fall vermindert wird und dass auch die Rate des plötzlichen Kindstods in den Jahren wirklich stetig gefallen ist. Und genau über diese Maßnahmen sprechen wir jetzt. Die erste Maßnahme ist die Rückenlage. Die Kinder sollten nachts nach Möglichkeit immer in Rückenlage schlafen. Also auch wenn ihr noch mal im Liegen auf der Seite stillt oder im Liegen auf der Seite zum Beispiel die Flasche gebt oder das Kind im Arm haltet und stillt oder die Flasche gebt, schaut, dass ihr es hinterher wieder in Rückenlage zurücklegt. Oder wenn es eingeschlafen ist auf der Seite, wartet, bis es tief und fest schläft und es dann in Rückenlage dreht. Vor allem, wenn ihr dann selber schlaft und im Tiefschlaf seid. Eine weitere Maßnahme ist die Umgebungstemperatur. Also die Umgebungstemperatur sollte 16 bis 18 Grad betragen. Das ist ja wirklich nicht besonders viel. Mir ist da auch immer ein bisschen kühl. Aber wirklich so sollte die Umgebungstemperatur eures Schlafzimmers sein. Schaut mal, dass ihr euch vielleicht ein Thermometer aufstellt, dass ihr regelmäßig auch gucken könnt, wie warm ist es hier wirklich. Und man sollte dreimal am Tag stoßlüften, wenn die Kinder nicht im Raum sind, damit viel Sauerstoff im Raum ist und die Temperatur halt auch immer ein bisschen runtergefahren wird. Und auch gerne nochmal direkt vorm Schlafen gehen. Einmal stoßlüften. Dann sollten prinzipiell atmungsaktive Stoffe und Materialien verwendet werden. Das spricht für den Schlafsack, für den Schlafanzug, den die Kinder tragen, aber auch für die Matratze. Diese sollte atmungsaktiv sein, also die Matratze des Anstellbettchens oder des Babybettchens und auch der Spannbettbezug oder das Baumwollbettlaken sollte auf jeden Fall atmungsaktiv sein. Bitte keine wasserfesten Einlagen auf die Matratze legen, das ist ganz, ganz wichtig. Bitte keine wasserfesten Moltontücher benutzen. All das bitte wirklich verbannen, sodass die Luft zirkulieren kann und auch abgegeben werden kann, die Wärme. Dann eine weitere Empfehlung ist, dass die Kinder wirklich bei den Eltern im Schlafzimmer schlafen und nicht ausgelagert werden. Diese Empfehlung gilt für das ganze erste Lebensjahr. Und am besten im eigenen Bettchen sollten die Kinder schlafen. Das heißt im Anstellbettchen oder im Babybett, was ihr daneben stellt, oder in der Wiege. Aber bei euch im Zimmer, das ist ganz, ganz wichtig, weil man natürlich doch, wenn man im Zimmer mit dem Baby schläft, noch mehr mitbekommt, als wenn das Kind schon frühzeitig ausgelagert wird. Eine weitere Maßnahme ist Wärmestau vermeiden. Über atmungsaktive Stoffe haben wir ja schon eben gesprochen, das ist wichtig. Aber es gibt noch andere Dinge, auf die ihr achten könnt. Ganz, ganz wichtig ist kein Nestchen, keine Bettumrandung bitte ums Bett oder ums Anstellbett, weil sich dort auch Wärme stauen kann. Dann bitte gucken, dass ihr keinen Betthimmel verwendet. Ich weiß, die sind furchtbar schön und auch ganz niedlich, aber die sind nicht empfohlen. Wenn ihr einen über dem Bett habt, dann macht ihn nachts auf jeden Fall zu, sodass die Wärme dort oder die Luft dort zirkulieren kann und es nicht zum Wärmestau kommt. Dann auf jeden Fall darauf achten, bitte keine Kuscheltiere mit ins Bett legen, bitte kein Kopfkissen mit ins Bett legen, keine Bettdecke. Auch da ist immer die Gefahr, dass die Kinder da runterrutschen oder dass die Bettdecke oder das Kopfkissen vor die Nase rutscht wie das Kuscheltier und es dann auch zum Wärmestau kommen kann. Auch das bitte unbedingt vermeiden.
Eine weitere Maßnahme ist die rauchfreie Umgebung. Also wichtig ist, nicht im Schlafzimmer zu rauchen, dort, wo sich das Baby aufhält, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Raucher seid, versucht bitte nach Möglichkeit nach draußen zu gehen zum Rauchen oder auf den Balkon zu gehen, aber auf gar keinen Fall im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer rauchen. Dann, was auch einen positiven Effekt hat, ist nachts einen Schnuller anzubieten. Dadurch, dass man den Schnuller anbietet, wird der Saug- und Zugreflex ständig wieder ausgelöst und auch dadurch kommt die Atmung nicht zum Stehen. Das heißt, ein Schnuller nachts anbieten ist auch eine Prophylaxe vor einem plötzlichen Kindstod. Dann ist wichtig, dass ihr das Kind nicht zu warm anzieht und nicht zu warm bettet. Das heißt, ich würde schauen, dass wirklich das Babybett nicht direkt neben der Heizung zum Beispiel steht oder nicht irgendwie neben einer extremen Wärmequelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Und achtet darauf, dass ihr die Kinder nicht zu warm anzieht, weil man neigt immer dazu, dass man denkt, oh Gott, das Kind kühlt aus, ich muss es dicker anziehen. Vor allem denken das viele Eltern, weil die Hände nachts auskühlen. Das sind die äußeren Extremitäten. Die Hände und die Füße kühlen ganz häufig aus. Das hat aber nichts zu heißen. Checkt gerne regelmäßig im Nacken auch mal nachts die Temperatur oder macht den Schlafsack auf und fasst mal rein. Wenn es da wirklich schön angenehm warm ist, habt ihr genau die richtige Temperatur getroffen. Dann sollten die Kinder nach Möglichkeit im Schlafsack schlafen. Ich hatte ja schon gesagt, kein Kissen, keine Bettdecke, das ist nicht empfohlen und am besten im Schlafsack. Wichtig ist, dass ihr altersentsprechend einen Schlafsack habt. Das heißt, dass er nicht zu groß ist und nicht zu klein. Gerade bei zu großen Schlafsäcken ist immer die Gefahr, dass der Ausschnitt hier am Kopf zu groß ist und dass die Kinder halt reinrutschen nachts. Das sollte natürlich nicht passieren, auf gar keinen Fall. Deswegen wirklich immer einen Schlafsack kaufen, der altersentsprechend ist. Und die Schlafsäcke, meistens wachsen die nach 4 bis 6 Wochen aus einer Größe raus. Es reicht auch völlig, wenn ihr einen Schlafsack besorgt. Wenn der irgendwie nass sein sollte morgens oder so, wascht ihr den und dann ist der abends auch wieder trocken. Also das ist völlig ausreichend. Aber wichtig ist, dass er wirklich passt und dass es atmungsaktiver Stoff ist. Stillen ist nachweislich positiv für Kind und für Mutter, für beide. Und auch beim plötzlichen Kindstod senkt es das Risiko. Deswegen, wenn ihr stillt oder wenn ihr auch nur phasenweise stillt am Tag und zusätzlich präfüttert, dann schaut aber vor allem, dass ihr nach Möglichkeit nachts stillt. Das mindert nämlich auch das Risiko des plötzlichen Kindstods und schaut darauf, dass ihr lange stillt. Also nicht jetzt lange stillen am Stück, sondern einfach nach Möglichkeit über mehrere Monate. Und wenn es nur noch nachts ist, ist das super. Ja, das waren jetzt quasi die Maßnahmen, die das Risiko des plötzlichen Kindstods verringern können. Mir war das wichtig, darüber ein Video zu machen, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist bei uns in der Praxis. Wie auch hier wird immer wieder danach gefragt. Und ich möchte einfach ohne Angst darüber aufklären, was es für ganz leichte Maßnahmen gibt, die das Risiko aber deutlich verringern können. Das war mir persönlich wichtig, weil, wie gesagt, viele Nachfragen dazu kommen. Und auch in der Klinik das Thema schon einfach angesprochen wird. Bei der ersten Untersuchung quasi auf der Wochenbettstation wird schon darüber gesprochen, über Maßnahmen gegen den plötzlichen Kindstod. Und viele Eltern gehen sehr verängstigt, verunsichert nach Hause. Und dann sprechen wir mit den Familien meist zu Hause nochmal darüber oder halt auch schon in der Praxis vor der Geburt, um einfach aufzuklären. Und deswegen wollte ich euch diese Maßnahmen, die offiziell empfohlen sind, einfach einmal hier darlegen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, also mit dieser Aufklärung, ob ihr das eher verunsichernd fandet oder beängstigend oder ob ihr gar nicht aufgeklärt wurdet. Das würde mich wahnsinnig interessieren, was da eure Erfahrungen sind. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns schon bald wieder im nächsten Video. Bis dahin!